Finale. Ja, soweit, jetzt ist es soweit. Einfach hohe Anspannung? Ja, doch. Doch schon. Mein Meister Gegner ist sehr, sehr gut. Und ja. Aber gut. Du boxst gegen den deutschen Meister. Ja. Wie willst du den Kampf gewinnen? Wie ich ihn gewinnen möchte. Das, wenn ich gewinnen würde, würde mir das vollkommen reichen. Okay. Bereit? Ja. Gut. Mehr sagen wir auch nicht mehr. Alles klar. Der Bruder ist nervöser als sein Bruder. Nee, ich bin noch entspannt, weil er ist fit und gut drauf und er wird es schon irgendwie machen. Schauen wir mal. Ich freue mich auf einen guten Kampf. Wird auf jeden Fall einer. Alles geben. Und der Bruder, du bist an der Seite? Bist du am Ring? Ich bin am Ring dabei, genau, mit unserem Trainer. Dann sehen wir uns gleich am Ring. Genau, bis gleich, ciao. Toi, 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 ihr zwei. Komm, hier bist du noch. Komm, Jungen, hopp. Oberkörper,
Sieger des Auftrags in der ersten Runde, Raumlinge, Raumlinge, der Handtuch. War das deine alleinige Entscheidung? Ja, sicher. Es haben zwei etliche gesagt, ich soll das Handtuch schmeißen, aber letztendlich ist meine Entscheidung. Weil er wurde am Anfang ziemlich hart getroffen. Ja. Und dann hat er auch nicht den Kampf gefunden. Und bevor er mal K.O. geht, schmeißt er natürlich das Handtuch. Also es war zum Schutz führen. Sicher, genau. Warum soll man da das Risiko gehen, dass er K.O. geht? Ja. Wenn er eh schon vorher hart getroffen worden ist, das ist die einzige Möglichkeit. Ja, aber er hat großartige Meisterschaft geboxt. Sicher, als Zweiter in Bayern abzuschließen, ist hallo, ein Erfolg. Hallo, ja. Also so, wir können. Und so muss man das auch sehen. Ja. Wir können stolz sein auf ihn. Genau. Danke. Alles klar. Was sagt der Bruder vom Bruder? Ja, also wie gesagt, war von vornherein ein harter Kampf gewesen. Ja. Er ist am Anfang gar nicht richtig reingekommen. In den ersten paar Sekunden hat er ein richtiges Pfund bekommen. Also, wie war das für dich? Natürlich genauso schwer, wie wenn ich drin wäre und er bei mir zuschaut und sowas passiert. Natürlich, letztendlich haben wir gedacht, okay, er kommt vielleicht nochmal rein. Ist nicht ganz reingekommen, hat eine Schlagserie wieder abbekommen. Und dann haben wir uns entschieden dafür, dass er einfach das Handtuch reinwerfen, damit er einfach nicht mehr Schäden davon trägt, als es sein muss. Aber wie gesagt, Vizemeister in Bayern und super Leistung. Gestern zwei Superkämpfe klar gewonnen. Was will man da mehr? Also trotzdem also, stolz auf ihn. Feiern könnt ihr heute trotzdem. Auf jeden stolz Fall. Stolz sein könnt ihr heute. Auf jeden Fall. Ich bin stolz auf den Steffen. War toll, ihn hier begleiten zu dürfen. Und der Kampf hat halt nicht gepasst am Anfang. Genau. Das war halt nee. So. Aber wie gesagt, nächstes Jahr sind wir bayerische Meisterschaften und dann schauen wir mal, wie es da läuft. Okay. Ich danke dir mal. Okay. Kannst du noch lächeln? Ja, klar. Ja, bayerischer Vizemeister 2016-17. Wie fühlst du dich? Ja, es geht nach dem Kampf gerade eben. Ja, aber war ein starker Mann gewesen. Ich bin gleich in den Schlag reingelaufen und dann war es eigentlich schon vorbei. Da habe ich schon gar nichts mehr gesehen. Ja, es war ein Wirkungstreffer. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und du bist nicht mehr reingekommen? Keine Chance mehr gehabt, mich zu fangen. War es dann richtig vom Trainer, das Handtuch zu werfen? Ja, war schon richtig. Ich habe nicht gewusst, wie lange es noch ist. Und ich dann, wenn ich mich eine Minute ausruhen kann, noch erholen hätte können. Aber war okay. Ich meine, gewonnen hätte ich, glaube ich, dann eh nicht mehr. Deswegen, und dann einfach sich drei Runden verklopfen zu lassen, lohnt sich ja auch nicht. Dann lieber einstehen, dass man da noch ein bisschen braucht dafür und dann am nächsten Mal. Ja, das was bedauerlich ist, dass du nach diesem frühen Wirkungstreffer halt nicht mehr zeigen konntest, was du drauf hast. Ja, leider.
Aber setz Boxen. Ja, jetzt erstmal ein bisschen erholen, ein bisschen was essen und ja. Es geht aber weiter. Bist du stolz auf die Leistung? Ja, klar, ich bin auf jeden Fall stolz. Ich habe gestern gegen zwei gute Leute geboxt. Eine Boxer bis sogar Bundesliga. Also von daher bin ich eigentlich sehr zufrieden. Also ich finde es großartig, Steffen. Und danke, dass ich dich so nah begleiten durfte bei und für die Meisterschaft. Ich habe zu danken. Und wir sehen uns nochmal nächste Woche und sprechen nochmal in Ruhe. Alles klar. Okay. Also sei stolz, grüß die Mama, die darf stolz sein auf ihren Sohn. Mach ich. Und wir sehen uns. Alles klar, mach's gut. Danke, Steffen. Tschüss.